Okay, Freunde, wir sind da zwar nicht ganz genau da, wo ich hin wollte, aber es gibt was Wichtiges zu tun. Das hätten wir schon früher machen können. Oh, da fällt mir ein, ich habe jetzt kürzlich ein paar Himmelsfalter hier flattern sehen. Aber leider verstehe ich so gar nichts von Musik. Keine Melodie, die geben wir mir jetzt gelegen. Heiliger Kiesel, habe ich mich erschreckt. Was für eine Entdeckung ist der Fund des Jahrhunderts. Dieses Siegel, das muss eine Wand der Göttin sein, ich bin mir sicher. So, jetzt pass auf. Oha. Oh, die Kraft der Wandergöttin wird bald wiederkehren und ich möchte, dass du mir dann bei Nachforschungen hilfst. Ja. Hier ist so ein Stein. Ich weiß nicht, ob hier hinten auch was ist. Nö, scheinbar nicht. Dann nehme ich den Käfer mit. Das tut's auch. Ja, aber dann muss man dann zurückkehren und was weiß ich darauf zeichnen. Es gibt scheinbar irgendeine Kombination, die der oder irgendwas, was der Typ sehen will. Ja. Gibt's eigentlich nichts viel zu erzählen. Das Schwert. Es trägt die drei Flammen in sich. Gut gemacht, Link. Das Schwert fließt nahezu über vor Kraft. Ja. Okay. Diese Kraft, die Force, die heilige Kraft, die die alten Götter der Welt hinterlassen haben. Diese Kraft wird in der Hymne der Göttin besungen. Und nun erfülle sie dich und dein Schwert. Nun, Link, öffne das Zeitportal, die Kraft. Dein Schwert wurde durch die Force gestärkt. Triff nun das Zeitportal mit dem Himmelstrahl und es wird sich sicher öffnen lassen. Interessant. Hier. Stell dich auf das Plateau, bla bla bla, Zeitprogramm. Ja, gut, wie ich das einsetze, weiß ich eh. Ja. Bei der Göttin, das Siegel wurde erneut gebrochen. Er ist wieder da. Vielleicht eine Reaktion auf die heilige Kraft von deinem Schwert. Vielleicht eine Reaktion auf die heilige Kraft, die von dem Schwert ausging, aber wir müssen das Schwert einsetzen, um das Zeitportal zu öffnen. Wir haben keine andere Wahl. Link, du musst die Bestie ein weiteres Mal bannen. Endlich. Endlich kann ich es ausprobieren. Dagegen kann das Vieh nicht anstehen. Quatsch dir ruhig noch ein bisschen. Ich gehe schon mal vor. Hat sich der Kerl gerade nützlich gemacht? Hat der Irre irgendwas vor? Verstehe ich nicht. Aber ja. Im Übrigen, ich wundere, ich habe gerade eine Fliege erschlagen. Endlich. Es hat lange genug gedauert, die blöde... Ich mal vor, das Visier zu bekommen, aber ich habe hier eine Fliegenklatsche liegen, da wird es ziemlich lustig. Hey, Link! Hey, wer hat da Schienen verlegt? Sieh dir das an, das ist meine mächtige Geheimwaffe. Der hat ein Katapult gebaut, Alter, du bist ja eine Legende. Mein mächtiges Katapult. Da fällt dir nichts mehr ein, was? Ich muss gestehen, ich habe mir dafür auch mächtig ins Zeug gelegt, hä? Schau gut hin. Die ganzen Schienen rund um diese Grube habe ich ganz alleine gelegt. Klasse, was? Ich bin selbst ganz begeistert von mir. Wusste gar nicht, dass ich so vielseitig begabt bin.
Jetzt gilt es nur noch, das Katapult in Stellung zu bringen und dem Kerl eine ordentliche Ladung zu verpassen. Mit so ein paar Bomben sollten wir selbst einen Koloss wie ihn für kurze Zeit außer Gefecht setzen können. Aber ein wenig zu früh kommt er schon. Ich muss hier noch ein paar kleine Vorbereitungen treffen, um das Katapult bewegen zu können. Ich melde mich, wenn es soweit bin. Bis dahin bist du ganz auf dich alleine gestellt. Oh shit! Ich hab keine Pfeile! Fuck! Schlecht! Sehr schlecht! Pfeile sind natürlich nützlich gegen ihn, keine Frage. Das wär's natürlich, ne? Er kommt leider wieder. Und jetzt hat das Vieh auch noch Arme. Der hat sich auch weiterentwickelt. Könnte dir ja auch mal passieren, Bardo. Andererseits, Bardo hat ja das Katapult gebaut. Das wollen wir ihm ja nicht absprechen. Ey, was ist das? Diesmal sind ihm Hände gewachsen. Ja, schön, dass du es bemerkt hast. Die perfekte Gelegenheit, meine Erfindung zu demonstrieren. Ich bereite alles vor und gebe dir Bescheid, wenn ich bereit bin. Kämpf so lange du mit ihm. Ah. Hoppala. Jetzt schleicht er mit einem Fuß natürlich. Und er kippt das erste Mal. Ja, diesmal ist durch seinen Arm der Durchgang blockiert. Das heißt, man muss außen rum und Achtung! Man hat hier nicht unbegrenzt Zeit, immer, man hat viel Zeit, aber ja. Nicht unbegrenzt. Leider. Und ab dem zweiten Durchgang ist der Kerl auch. Ja. Einsatzbereit, sag ich mal. Ey, Link, mein Katapult ist bereit. Wenn das Vieh die Wände hochklettern will, können wir ihm damit eine Ladung verpassen. Wenn du meine Hilfe brauchst, ruf mich einfach, du Rücken von X. So, jetzt bin ich dran. Beweg das Katapult mit Hilfe von Advisieren den Feind an, durch Drücken von ZR schießt und bababa, greif an. Wenn du mit Bedienung kannst, das Katapult nicht sicher bist, drücke. Ja, ich weiß, was geht. Bam! Na, wie gefällt dir das? Oh, ein YouTuber von mir. So. Oh. Oh. Scheiße. Alter. Jetzt schleicht er wenigstens nur mehr. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt, wenn er kippt... Ah, Link rennt nach vorne, das ist schlecht. Aber genau vor einen Luftstrom, das werden wir jetzt ausnutzen. Hopp. So. Und weiter geht's. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Ach, jetzt macht er wieder seine Randale. Okay, das kann er auch machen, wenn er will. Boah, kommt er überhaupt so weit? Ja, er kommt so weit.
Okay, er ist auch wieder soweit. Na dann. Zurück zu Link. Er dürfte eine Zeit lang außer Gefecht sein. So. Zack. Erledigen wir den Arsch. Diesmal gibt's Aures, Kollege. Wo bin ich überhaupt? Perfekt! Komm her! Da ist er sauer. Da ist er! Da krepiert er. Ja, und wieder versiegelt. Wenn man für den jedes Mal ein Herz bekommen würde, wäre es ja wirklich geil. Nur leider, naja, nervt er nur. Los, Link. Lenk den Himmelstrahl auf den Siegelstein. Schnell! Und drauf! Was gibt's diesmal? Aha. Ziemlich cool. Eine Sanduhr. Naja, die wird auch bald ablaufen. Und wie man sich vorstellen kann, hält auch das nicht lange. Gut gemacht, Link, aber ohne mich hättest du sicher nicht geschafft. Und jetzt lass uns endlich das Zeitportal öffnen. Ich geh schon mal vor. Der ist ja eifrig. Aber immer noch ein bisschen arrogant. Ja, aber andererseits hat er gute Arbeit geleistet. Ich kann ihm ehrlich gesagt nichts absprechen. So, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht nötig. Was ich persönlich jetzt nur ein bisschen lästig finde, es ist ja fast schon schneller, den Wolkenvogel zu rufen über die Amiibo und dann wieder abzuspringen, genau hinterm Tempel. Aber ja, die Zeit können wir uns nach dem epischen Kampf ja auch nehmen. Du hast ihn wieder ins Gefängnis versiegelt. Link, mit Bardos Hilfe, ihr beide zusammen. Lass gut sein, Mütterchen. Du hast mir doch beigebracht, dass selbst ein Tu-nicht-gut wie ich etwas bewirken kann. Das hast ganz alleine du selbst geschafft. Es ist Zeit, dass wir über dieses Ungeheuer reden, Link. Es ist die Verkörperung des Bösen. Wenn du das Zeitportal öffnest, wirst du die Wahrheit erkennen. Das Biest wird wieder und wieder das Siegel brechen, um freizukommen. Wir müssen seinen Ursprung zerstören, sonst wird es uns immer wieder heimsuchen. Schnell, Link. Konzentriere. Konzentriere die Force in deinem Schwert und richte den Himmelstrahl auf das Zeitportal. Das meintest du doch, oder? Ja, geh jetzt, Link. Yeah.
Tetris ist die Wahrheit. Ah, das schaut episch aus. Als wäre Minecraft explodiert. Mann, wäre das ein schöner Anblick. Ich komm schon auf den Hate in den Kommentaren klar, keine Sorge. Boah, 8-Bit. Wow. Oh, Unreal Engine 4K. Geil! Das Zeitportal wurde aktiviert. Du musst dich nicht fürchten, Link. Dieses Portal führt weit zurück in die Vergangenheit. Es verbindet dich über die Zeit hinweg mit Zelda. Geh, durchschreite das Portal. Und du bist am Ziel deiner langen Suche. Interessant, ja? Ich halte dann hier mal die Stellung. Das Mütterchen sagte ja ständig, dass das Ungeheuer wiederkommen könnte. Und dann muss ihm ja jemand eine Abreibung verpassen. Darauf muss ich mich vorbereiten. Ich werde dem Biest in den Hintern treten. Wer soll sich sonst um das Mütterchen kümmern? Außerdem. Ah, nix. Grüß Zelda von mir, ja? Er hat's endlich kapiert. Salut! Hier ist gerade ein Held geboren worden. Jetzt wird's interessant. Ach du Hey! Da bist du ja endlich, Link. Ich hab dich erwartet. Ich kann mir vorstellen, dass du etwas verwirrt bist. Doch ich werde dich aufklären. Dies ist der Hylia-Tempel. In deiner Zeit kennt man ihn unter dem Namen Tempel des Siegels. Unermesslich lange ist es für euch her, dass die Göttin den Todbringer an diesem Ort eingeschlossen hat. Hier ist indes nur ein Augenblick vergangen, seit der Wolkenhort vom Erdland getrennt wurde. Genau. Du hast das Zeitportal durchquert und bist in die Vergangenheit gereist. Ich bin mir sicher, dass du viele Fragen hast. Geh aber nun durch das Tor dort hinten. Dort erwartet dich jene Person, für die du all diese Strapazen auf dich genommen hast. Na endlich! Endlich bist du hier, Link. Du hast einen langen Weg hinter dir.
Imba hat dir sicher gesagt, wo wir hier sind, oder? Das hier ist die ferne Vergangenheit. In dieser Zeit leidet das Land noch unter der Verwüstungen des Kampfes zwischen dem Todbringer und der Göttin. Die Legende, die man sich darüber im Wolkenhort erzählt, ist nicht irgendein Märchen. Es ist wirklich so geschehen. Lass mich dir alles erklären. Vor langer Zeit schufen die Götter eine unendliche Kraft, die ihrem Besitzer die Macht gibt, alle seine Wünsche zu erfüllen. Das Triforce, der Todbringer, entfesselte eine Armee von Ungeheuern, um das Triforce an sich zu reißen und so diese Welt zu beherrschen. In höchster Not schnitt die Göttin ein Stück aus dem Erdland und sandte das Triforce zusammen mit den Menschen in den Himmel. So entstand unsere Heimat, der Wolkenhort. Nach einem langen, erbarmungslosen Kampf gelang es der Göttin, den Todbringer zu versiegeln. Doch es war offensichtlich, dass das Siegel seiner gewaltigen Macht über die Zeit nicht standhalten würde. Die Göttin hatte aus dem Kampf schwere Wunden davongetragen und wusste, sie würde ihn kein zweites Mal aufhalten können. Würde der Todbringer jemals zurückkehren, würde es das Ende der Welt bedeuten. Daher traf die Göttin Vorbereitungen, um ihn für allemal besiegen zu können. Zuerst erschuf sie Fai, den Geist, der deinem Schwert innewohnt und der den Auserwählten bei der Erfüllung seiner Aufgabe leiten und nerven soll. Außerdem gab sie ihre göttliche Form auf und übertrug ihre Seele in einen Menschen. Sie tat dies, um mit Hilfe der Macht der Göttin den Todbringer vernichten zu können. Macht der Götter, Entschuldigung. Denn wenngleich es von den Göttern erschaffen wurde, könnten sie selbst die unendliche Kraft des Triforce nicht nutzen. Daher gab die Göttin ihre göttliche Kraft und ihre Unsterblichkeit auf. Du hast es sicher schon verstanden, Link. Du bist der Auserwählte. Und ich, Zelda, ich bin als Mensch wiedergeborene Göttin Hylia. Am Tag der Vogelreiterzeremonie riss mich Girahims Wirbelwind ins Erdland hinunter. Kurz bevor ich die Hände des Bösen fiel, rettete mich am Siegelhain eine alte Frau. Ich hatte keine Erinnerungen an meine Existenz als Hylia. Die Frau erklärte mir, wer ich war und was ich nun tun müsse. Ich bin zu jedem Tempel gereist, um vor den Statuen der Göttin zu beten. Ich erhielt ein Gedächtnis zurück. Imba als Dienerin der Göttin führte mich und brachte mich schließlich in die Vergangenheit. All dies, um die Rückkehr des Todbringers zu verhindern. Link, das Siegel, hat ihm seine wahre Gestalt genommen, daher erscheint er als schreckliches Ungeheuer. Aber auch so ist er ohne weiteres in der Lage, die Welt zu zerstören. Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass der Todbringer dem Siegel entkommt. Ich werde nun hier in dieser Zeit das Siegel stärken, so werde ich ihn in unserer Zeit versiegelt halten können. Das Siegel, das Hylia, das ich geschaffen habe, ich muss es so lange wie nur möglich aufrechterhalten. Nun, da ich meine Erinnerungen zurückgehalten habe, erkenne ich, dass dies meine Bestimmung ist. Die Göttin hat dir Fai und dieses Schwert aus einem ganz bestimmten Grund anvertraut, Link. Das riesige Ungeheuer, gegen das du in unserer Zeit gekämpft hast, das war der Todbringer. Du hast ihn mit diesem Schwert bereits in 2 Kämpfen zurückgeschlagen. Dafür kann ich dir gar nicht genug danken, Link. Auf deiner langen Reise hast du viel erreicht. Weisheit durch das Lösen von Rätseln, Kraft durch zahlreiche Kämpfe, Mut durch das Bestehen der Prüfungen der Göttin. Du bist nun würdig, das Erbe der Göttin des Triforce zu führen. Na komm, gib Pfötchen. Du hast unzählige Strapazen auf dich genommen und hast es bis hierher geschafft. Du bist ein wahrer Held.
Als Anerkennung deiner Kraft, deines Mutes und deiner Weisheit verleihe ich dir, Träger des Schwertes der Göttin, eine große Kraft. Deinem Schwert und dir ist nun die Kraft gegeben, das Böse zu besiegen. Das leuchtende Zeichen auf deinem Handrücken, das ist der Beweis, dass du der Held bist, der die heilige Kraft in sich trägt. Das Zeichen ist das Symbol des Triforce. Komm, so ziehe nun dein Schwert, Link. Jetzt sieht's aus wie das Masterschwert. Ja. Und jetzt kommt eine traurige Szene. Link, ich muss mich bei dir entschuldigen. Das Symbol des Triforce auf deiner Hand ist das Zeichen unendlicher Kraft. Wenn du das Triforce findest, können wir mit seiner Hilfe den Todbringer vernichten. Aber nur jenen wenigen, die einen wahrhaft starken Geist besitzen, ist es gestattet, diese Macht einzusetzen. Niemand weiß, warum die uralten Götter das Triforce erschaffen haben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Die Götter haben es erschaffen und es gleichzeitig so eingerichtet, dass sie selbst es nicht nutzen können. Vielleicht wollten sie auf diese Weise den sterblichen Wesen des Landes, die keine Götter sind, Hoffnung geben. Ja, so wird es gewesen sein. Ilya benötigte einen Auserwählten mit einem starken Geist, der der Welt Hoffnung bringt und den Todbringer vernichtet. Dich. Aber um die unendliche Kraft einsetzen zu können, dafür musst du viele Prüfungen bestehen und zum Helden werden. Die Göttin Hylia wusste. Ich wusste. Ich wusste, um Zelda zu retten, würdest du dich furchtlos jeder Gefahr und Prüfung stellen, ohne auch nur einen Moment zu zögern. Ich habe dich benutzt. Link, es tut mir leid, dass ich dich in all dies verwickelt habe. Aber dies ist ein Kampf, von dessen Ausgang das Schicksal der ganzen Welt abhängt. Ich brauche deine Kraft, um ihn für uns entscheiden zu können. Ich weiß, dass das sehr selbstsüchtig klingt, aber auch ich werde meinen Teil beitragen und den Preis dafür zahlen. Um das Siegel aufrechtzuerhalten, werde ich hier ruhen und mag es auf eine Ewigkeit dauern. Link, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Aber ich wusste es selbst nicht, bis meine Erinnerung zurückkam. Ich wusste nicht, dass uns dieses Schicksal auferlegt war. Ich wollte nur bei dir sein. Oha. Boah, das ist so traurig. Link, ich mag zwar die Wiedergeburt der Göttin sein, aber ich bin immer noch die Tochter meines Vaters und deiner Freundin seit Kindertagen. Zelda, wie du sie kennst. Wenn der Todbringer vernichtet wird, ist das Siegel nicht mehr länger nötig und ich kann wieder aufwachen. Weißt du noch, wie ich dich immer aus dem Bett werfen musste, weil du so lange geschlafen hast? Willst du mich dieses Mal aufwecken, Link? Verlass mich nicht. Eha. Oh, das muss wehtun. Das muss verdammt wehtun. Kollege, wir fühlen hier alle mit dir, ja? Alle. Mm-hmm.